Hallo und zurück, da sind wir wieder. Dann machen wir mal weiter. Wir wollten ja mit dem Auto weiterfahren. Das machen wir jetzt auch. Ich sollte mich vorher nur bewaffnen. Das wäre dann etwas praktischer. Falls wir in einen Kampf geraten. So. Scharfschützengewehr. Habe ich dafür überhaupt noch Munition? Nein, was hatte das denn eigentlich als Munition gehabt? 223. 223 hatten wir doch bei irgendjemanden. Lass du wollen. Wo haben wir 223 gebunkert? Ich glaube zu wissen auch, wie es aussieht. Du nicht? Ja, das war die Wache. Das da ist doch 223. Ja, der braucht ihr eigentlich gar nicht. Ich hab's glaub nur aus Gewichtsgründen. Na komm, eine Packung nehmen wir noch. Verschoben. So. Mit der schießen wir eigentlich auch nicht so häufig, weil wir da mit wenigen Treffern schon viel Schaden machen. So, dann speichern wir mal. Und dann geht's ab in die Ödnis. So, tanken. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. New Reno ist ziemlich in der Nähe. Da würde ich nämlich jetzt auch erstmal hinfahren. Ist einer der gefährlichsten Städte und da müssen wir auch aufpassen. Ich glaube, wir können bestohlen werden von solchen kleinen Kindern. So, warten bis Tag ist. Na, noch ein bisschen. So, jetzt so. So, ist das die Stadt, die ich in Erinnerung habe? Ja, das ist die. Ich habe die immer Mafia-Stadt genannt, allein weil hier auch immer solche Mafiosis rumstehen, die auch so aussehen. Eine verdammt große Stadt. Gut, dann gehen wir es mal an. Willkommen in New Reno, der größten Kleinstadt der Welt. Feuer in öffentlichen Papierkörben und Neonschilder tauchen die Stadt in einen höllischen Glanz. Du siehst einen Türsteher des Casinos. Ja, die haben wir schon gesehen. So, da sind wir heil angekommen, deswegen speichere ich nochmal. Und dann erforschen wir mal das Gebiet. Hier gibt es ziemlich viele Quests, soweit ich noch weiß. Willst du mal ordentlich Dampf ablassen? Nur her mit euch, Beutefreunde. Hier in Catspaw halbieren wir die Preise. Ah, damit auch Zeitschriften. Du siehst Catspaw. Das scheint dann wahrscheinlich so ein Erotik-Porno-Detail-Gebäude zu sein. Zeitschrift. Yussi was Cody, Caddy. Der Schild, wieso ist das alles auf Englisch? Wo sind deine Eltern? Ist alles in Ordnung? Hm, sehr seltsam. Alles in Ordnung oder möchtest du etwas zum Essen? Hey Cody, was Metamentamins? Ihr könnt ja die Kinder mit Drogen vollstopfen. Okay, das lassen wir mal. Der war wahrscheinlich rausgeschnitten. Und deswegen hat er wahrscheinlich nicht mal deutsche Texte. So, was haben wir alles? Beeil dich, die Uhr läuft. Ja, du bist der Bunkerbewohner. Ja, du hast den Mothership gefunden und den Meister bezwungen. Du bist ein Held. Macht uns ein Angebot. Das habe ich jetzt nicht rechtzeitig lesen können. Ich stelle das mal noch etwas langsamer. Die Textanzeige. So. Scheint ein Bordell zu sein. Die monatlichen Gesundheitschecks sind wieder fällig. Genau rechtzeitig für die neue Karawanensaison.
Oh Gott, das war das beste Wunder jetzt, aber Dalli gezahlt wird beim Kassierer. Puff, ja, du bist der Bunga-Bewohner, schon drin. Du bist so rau, du bist wie eine gehärtete Power-Rüstung. Okay. Du siehst Miss Kitty. Wieso hat ein Bordell eine eigene Zeitschrift, hä? Vor dir steht eine atemberaubend schöne Frau. Als du sie ansprichst, schaut sie von ihrer Arbeit auf und lächelt. Ah, ein neues Gesicht. Ich bin Miss Kitty. Willkommen bei Cat's Paw. Womit kann ich heute dienen, mein Herr? So. Ich kannte übrigens mal eine Kollegin, die hieß wirklich Kitty. Mit Vornamen. Ich brauche etwas Action. Ich würde gern ein paar Fragen stellen. Also ich habe überall in der Wüste Zeitschriften mit dem Titel Cat's Paw gefunden und ich habe keine Ahnung, was das für Zeitschriften sind. Hier habe ich eine davon. Ja, das würde mich am meisten interessieren. Sieht überrascht aus. Lass mal sehen. Betrachtet die Zeitschrift. So, so. Ich hatte so ein Gerücht gehört, dass Cat's Paw in den Jahren vor dem Krieg ein Verlag war. Sowas wie der Playboy. Playboy. Ach, das ist wieder diese grandiose Übersetzung, wo jemand es genau so übersetzt hat, wie man es ausspricht. Das hier war ein Verlag. Ja, die Räume wurden für Dreharbeiten mit Models aus der ganzen Welt verwendet. Scheint wie verzückt durch die Zeitschrift. Schaut, nicht scheint, schaut wie verzückt durch die Zeitschrift. Das hier ist ein nettes Stück Geschichte. Also ich habe das nur wegen der Artikel gelesen. Ich bin einfach nur froh, dass ich weiß, was das verdammte Ding ist. Es ist ganz schön nervig, es immer wieder zu untersuchen und immer wieder zum gleichen Ergebnis zu kommen. Das wird mir vermutlich auch in Zukunft so gehen, obwohl jetzt alles klar ist. Super, super Antwort. Damit durchbricht man, wie man immer so schön sagt, die vierte Dimension. Die Dimension zwischen Film und den Zuschauer, beziehungsweise hier zwischen Spiel und dem Spieler. Also, ich habe das nur wegen der Artikel gelesen. Also, wenn du mir einen vollständigen Satz bringen kannst, sagen wir mal 10 Ausgaben, was so viele. Ich habe bis jetzt nur 2 gefunden. Wir sind zu 70% gefühlt durch das Spiel durch, wenn nicht sogar noch mehr. Dann kaufe ich sie dir ab. Sie würden sich gut als Auslage machen und könnten vielleicht Kunden anlocken. Hast du Interesse? Wenn ich so viele auftreiben kann, hör mal, ich hätte da noch ein paar anderen Fragen. Klar, wenn ich so viele auftreiben kann, schaue ich auf jeden Fall vorbei. So, wir haben aber noch mehr Fragen. Ja, ich brauche etwas Action. Ich würde einen meiner Freunde gern mit was Besonderem aufwarten. Es ist sein Geburtstag. Ich gehe dann wohl mal besser. Ja, aber schauen wir mal, was sie anbietet. Will nicht mit mir handeln. Okay. Oder nicht? So, auf jeden Fall nehme ich hier noch eine Waffe mit, weil wir doch bestimmt den einen oder anderen guten Händler finden. Wir haben doch massenweise Sturmgewehre gehabt. Oder auch nicht. Habe ich die schon verkauft? Wäre einerseits blöd, andererseits wäre es ganz gut. Ah, ein Sturmgewehr haben wir noch doppelt, deswegen weg. Achso, wir haben es im eigenen Inventar schon reingeschoben. 2 Stück haben wir noch drinne. Na, wo war es denn? Hä? Bin ich doof? Nochmal. Ach hier, rechts. Ah, ich hab mich verguckt. Rechts ist natürlich unser Kofferraum. Wir nehmen mal die 2 Sturmgewehre mit. So. Die verkaufen wir. Die werden bestimmt los. Was ist das? Du siehst NCR-Poster. Das ist doch die neue Kalifornische Republik. Was ist das? Auch NCR oder NKR. So, sieht ja auch alles aus wie Prostituierte. Du siehst eine Prostituierte, natürlich. Du siehst einen Zuhälter. Die Schlampe verheimlicht mir besser nichts. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier sind wahrscheinlich schon Drogenabhängige. Du siehst einen völlig kaputten Chatty. Ich hab's mir gedacht. Kaputten Chatty. Ja, das ist ein Drogenhaus. Keine Küsse. Hey, hey da, hast du mal eine Minute Zeit? Eigentlich nicht. Du siehst Jules. Lächelt und zeigt dabei einen blitzenden Goldzahn. Sein Rasierwasser nimmt dir fast den Atem. Willkommen im strahlenden Jurino-Mann. Und du bist? Hätte übrigens nichts gesagt, wäre mir gar nicht aufgefallen.
Ich hab gedacht, ist nur so ein 0815-Typ. Ich muss mal gerade was trinken. Ich hab gerade einen Frosch im Hals. Das ist nicht so schön. Sorry. So, mal hoffen, dass es jetzt besser geht. Ich heiße Schulz und würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen, dich hier herumzuführen und dir etwas zu beschaffen, wonach du suchst. Okay, womit kannst du mir denn helfen? Hör mal, Schulz, oder? Du erwartest doch offensichtlich etwas von diesem Gespräch, also sag's mir lieber gleich, was willst du? Okay, womit kannst du mir denn helfen? Ich kann dir alles besorgen. Mann, wenn du fliegen willst, Schulz, weiß, wo man's herkriegt. Die Frage ist ja, was du brauchst. Hört sich an wie ein Dealer. Kannst du mir ein bisschen über Nyorino erzählen? Wo kann ich das Zeug herkriegen? Ich will ein paar schwere Waffen kaufen. Ich brauche neue Vorräte. Ich will jemanden flachlegen. Ich suche meinen Stamm. Die sind alle entführt worden. Ich suche nach einem Garten-Eden-Erstellungskit. Nyorino. Ob Schulz dir was über Nyorino erzählen kann? Klar, Mann. Als erstes musst du wissen, dass in Rino vier Familien das Sagen haben. Die Mordinos, die Salvatores, die Bischofs und die Whites. Jede von ihnen befiehlt in einen Teil von Rino. Erzähl mir was über die Familien. Da wäre noch was, was du über Nyorino wissen musst. Nichts ist umsonst. Wenn was nichts kostet, sieh es dir genau an. 100 Chips, hallo. Ich gib's sogar mal, weil mich interessiert das doch mit den Familien und ich denke, das ist spielrelevant. Und wir haben so viel Knete, obwohl das verdammt viel ist. Und ich hoffe, das reicht auch aus für alle seine Fragen. Jules steckt die Chips so schnell ein, dass du schwören könntest, sie hätten sich in Luft aufgelöst. Also, welche in der Familie interessiert dich denn heute? Erzähl mir was über die Mordinos. Hält zwei Finger hoch. Die Mordinos sind eine Bestie mit zwei Köpfen und die heißen beide Jesus Mordina oder Mordino. Red weiter. Ich habe immer schon den Verdacht gehabt, dass Jesus was mit den organisierten Verbrechen zu tun hat. Red weiter. Da gibt es den Vater, Big Jesus Mordino, und den Sohn, Lil Jesus. Beide zusammen sind die gemeinsten Schweinehunde, die du je gesehen hast. Waren beide mal Sklaven hier, haben den Spieß aber vor ein paar Jahren umgedreht und sich ihr kleines Reich aufgebaut. Wie groß ist denn das Reich? Ihnen gehört das Desperado hier die Straße runter, kannst du nicht verfehlen. Außerdem haben sie die größten Chat-Vorräte in ganz Nyorino, also wenn du mal fliegen willst. Interessant, dass vorher Sklaven waren und jetzt sind sie hier eine berüchtigte Familienbande. Apropos, wo kann ich denn hier etwas Chat kriegen? Wollen wir nicht. Und wieso haben die Mordinos die größten Chat-Vorräte? Die sind eben ganz oben, das ist auch schon der Grund. Denen gehört die Fabrik, sie haben den Hersteller und den Verkauf unter sich. Die sind fast schon eine Fluggesellschaft mit dem ganzen Chat, was sie haben. Was für eine Fabrik? Welchen Hersteller? Wie umfangreich ist denn das Vertriebsnetz? Was für eine Fabrik? Sie haben Fabriken überall in Nyorino, wo das Zeug Tag und Nacht hergestellt wird. Deswegen kannst du auch fast überall Chat kaufen. In Bars, Casinos, auf der Straße und von mir natürlich auch. Kann ich mal sehen, was du so auf dem Lager hast? Zurück zu den Mordinos in dem Chat. Und was ist damit? Welchen Hersteller? Tja, beugt sich zu dir. Also, die Mordinos haben eine kleine Goldmine namens Mion. Der hat für die den Jackpot geknackt. Er hat Chat nämlich erfunden. Jetzt reist über die Mordinos und die anderen Familien. Erzähl mir was von diesem Myron, ja? Also, die Mordinos hatten eines Tages das Glück, dieses verrückte Genie von Myron zu finden. Der ist ein Naturtalent, was die Herstellung von dem Zeug angeht. Er hat Chat erfunden. Myron, so, wo kann ich denn den finden? Das heißt, ich könnte doch durchaus die Produktion aufhalten oder sogar stoppen. Beugt sich zu dir. Also, ich will ja hier nicht nur von den unerfreulichen Orden in Nyorino erzählen. Da gibt es ein Gebäude im Norden der Stadt, die Stelle. Wird schwer bewacht von Mordinos Leuten. Da ist Myron auch drin. Stelle vor der Stadt. Genau, die Mordinos halten ihren Goldjungen da. Er kriegt Chips, Dirnen, was er will, solange er nur weiter das Zeug herstellt. Jet ist sein Meisterstück. Ich habe lange nichts mehr gesehen, was so abhängig macht. Hat Reno ganz schön umgekrempelt. Aber wieso können die das nicht selber produzieren? Hört sich an, als ob er nur das könnte. Sobald das Rezept bekannt ist, vielleicht verschweigt er es auch. So, könnte ich mit diesem Miron oder Myron wohl mal sprechen?
Puh, Mann, hier ist ein Rat umsonst. Versuch gar nicht erst, dich mit Mywin zu treffen, denn wenn die Mordinos davon Wind bekommen, wirst du ausgenommen und in Golgatha aufgehängt. Gibt es denn keine Möglichkeit für mich, ihn mal zu sprechen? Golgotha, was ist das denn? Ja, dieser Friedhof vor der Stadt, da kommen Leute hin, die ihre Schulden nicht bezahlen oder die Familien geärgert haben. Die werden einfach aufgehängt und sterben langsam in der Sonne. Nicht meine Wahl, wenn ich sterben müsste. Stinkt zum Himmel da draußen. Gibt es denn keine Möglichkeit? Vielleicht ja, wenn du eine gut aussehende Frau wärst. Ansonsten brauchst du erst die Erlaubnis der Mordinos und das ist beides nicht sehr wahrscheinlich. Okay, das heißt, würden wir jetzt einen weiblichen Charakter spielen, ist es so jetzt so eine kleine Anspielung drauf, dass wir dann wahrscheinlich das schaffen könnten. So, verstehe, hör mal, ich hätte da noch ein paar anderen Fragen. Oh, das war so viele Infos nur über die eine Familie, aber interessante Infos. Was kannst du mir über Nurino erzählen? Was über die Familien? Und er will schon wieder 100 Chips, vergiss es. Ich zahle jetzt nicht 500 Chips, um jetzt jede Familie einzeln durchfragen zu können. Insgesamt, ich hätte auch noch ein paar anderen Fragen, die nichts mit den Familien zu tun haben. Wobei, wenn das dann vielleicht questrelevant ist, ach komm, was soll's, wir haben so viel Kohle und am Ende des Spiels wissen wir gar nicht, wer win damit wahrscheinlich. Erzähl mal was, 100 Chips, eieiei. Noch 400 müssen wir bezahlen, um die anderen ausfragen zu können. So, erzähl mir was über die Salvatores. Ruhige Leute werden von Luis Salvatore angeführt, ein echter Gangster, der es zu was gebracht hat. Ihr Gebiet ist im Westen der Stadt. Sie hängen immer in der Bar namens Salvatores auf der Second Street ab. Macht da bloß keinen Ärger. Wieso nicht? Ein Gratistipp: Wenn du einen Salvator siehst, verhalte dich ruhig und halt die Klappe, sonst zerlegen die dich. Haben die besten Waffen in dieser Ecke von Kalifornien. Deswegen legt sich auch keiner mit ihnen an, der noch etwas Hirn im Schädel hat, kapiert? Welche Art Waffen haben die Salvators denn? Hört sich nach einem ganz schönen Arsenal an. Was ist das denn im Einzelnen? Ja. Pistolen, aber die schießen mit Licht. Ah, die haben also Laserwaffen. Reno ist zwar eine Stadt voller Lichter, aber das Licht dieser Pistolen schneidet dich in Stücke. Schwupp, Schulz macht eine Stein-Dan-Bewegung. Schneidet dich glatt in zwei Hälften, so ein Ding. Mit Licht schießen die, heißen die Pistolen vielleicht Laserpistolen? Dann bin ich mal lieber vorsichtig. Kannst du mir auch was über die anderen Familien erzählen? So, Laserpistolen? Ich weiß nicht so genau, was du jetzt meinst, aber das kannst du mir glauben. Frag die Salvators nicht nach diesen Pistolen. Sie haben die nervöse Angewohnheit, alle neugierigen Leute umzubringen. Was ist das hier für eine lange Antwort? Mit Laserpistolen. Jules meine ich Pistolen, die kohärente Lichtstrahlen aussenden. Ein Strahl mit einer ausreichenden Wattzahl, also mehrere Megawatt, kann beträchtlichen Schaden anrichten, wenn er ein paar Sekunden lang auf ein Ziel gerichtet ist. Dann stellt sich auch der von dir beschriebene Effekt ein. Hatten Sie die Pistolen schon immer? Ja, solche Antworten finde ich richtig gut. Das sind wahrscheinlich Antworten, die wir nur geben können, wenn wir einen hohen Intelligenzwert haben, wie wir es ja auch haben. Ja, ich weiß nicht. Und weißt du was? Du hörst dich an wie einer von diesen Maiskitteln bei den Ställen drüben. Bist du sicher, dass du da nicht zugehörst? Ställe? Ja, das haben wir ja schon erfahren. Da werden die Drogen produziert. Erzähl mir noch was über die anderen Familien. Oh, da muss echt jedes Mal 100. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir insgesamt 500 zahlen, weil insgesamt 400 reicht aus. Das heißt, noch einmal müssen wir dann 100 zahlen. Erzähl mal was über die Bischofs. Ha, John Bishop, da gibt's nicht viel zu sagen. Bishop ist ein ganz schlauer, hart ist er auch und er will alles haben. Wo ist denn sein Revier? Er ist öfters im Shark Club oben auf der Second Street. Er ist immer von Bodyguards umgeben, also geh da nicht hin, wenn du nicht wirklich was mit ihm besprechen musst, grinst böse. Und pass auf, dass du nichts mit seiner Frau anfängst, auch nicht mit seiner Tochter. Ich kann mich so gut erinnern, ich greife da jetzt etwas vor, das ist mir nämlich aus Versehen mal passiert. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 15 Jahren tatsächlich gespielt und daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe mit irgendeinem Mädel hier was angefangen und später stellt sich raus, es war eben halt die Tochter und dann steht auf einmal der Vater an der Tür und dann musste ich mich, glaube, den Weg rausschießen. Es war auch sehr interessant.
War ziemlich schön beschrieben, wie, ja, du liegst mit ihr im Bett, sie raucht und küsst dich und dabei stößt dir eine kleine Rauchwolke in deinen Mund und so weiter und so fort. Das war eine interessante Quest. Und dann steht halt der Vater genau während dieser Szene auf einmal in der Tür. So, wie meinst du das? Du weißt genau, was ich meine. Halt dich einfach von den beiden fern, es sei denn, du möchtest gern beim alten Bischof auf der Liste stehen. Ah, jetzt sehen wir noch was über die Familien. Nochmal 100. Und dann kommt der letzte. Die Vikes? Hehe, die Vikes sind die einzige Familie, die auch wirklich eine Familie ist. Die anderen Familien haben alle Söldner und Rumtreiber zum Schutz angeheuert, aber die Familie Vikes ist die Familie Vikes, kapiert? Eine Familie? Wie viel gibt es denn da? Ungefähr 20 oder noch mehr echte Vikes, hundsgemein und einer hässlicher als die anderen. Und über was haben die Vikes in Yoreno die Macht? Die haben kein Casino, handeln meistens mit Alkohol und verkaufen ihn an die anderen Familien. Also wenn du ein bisschen was zum Knallen brauchst, sie wohnen im Osten der Stadt in einer großen Villa. So, ich habe noch ein paar Fragen über New Urino. Was kann man noch fragen? Wo kann ich das Zeug herkriegen? Ich will ein paar schwere Waffen kaufen. Ich habe dich gut verstanden, Mann. Wenn du das Beste willst, geh zu meinem Kumpel Eldridge im Westen. Okay, da gehen wir ins Ostes hin. Der hat Sachen, mit denen kannst du Leute umbringen, die du noch gar nicht gesehen hast. Sag ihm, dass du von mir kommst. Verstehe, hab noch ein paar Fragen. Vorrede. Vorrede brauchst du, also du kannst zu Renesco im Westen gehen. Also definitiv im Westen, das scheint ja der richtige Händlerviertel zu sein. Aber der Laden hat einen Haken. Kauf ihm bloß kein Zeug ab, die sind nämlich nicht sicher. Er hat die gute Vorrede, aber für das Zeug wendest du dich lieber an mich. Ich werde dran denken. Hör mal, ich hatte da noch ein paar Fragen. Ich will jemanden flachlegen. Da wird er bestimmt sagen, hier in Cats Dingsbums. Ich hab dich schon verstanden, Mann. Also die meisten Touristen wandern ja die Virgin Street entlang und werden von einer billigen Donner aufgegabelt. Dies wird zwei Chips oder so machen. Virgin Street. Das ist auch schon so ein Straßenname. Okay. Du siehst aber ein bisschen anspruchsvoller aus. Geh doch mal zur Cats Paw gegenüber und sag ihnen, dass du von Jules kommst. Ich werde dran denken, hör mal, ich hätte noch ein paar Fragen. Ich suche meinen Stamm. Da weiß ich nichts drüber. Mein Beileid, vielleicht waren Sklavenhändler. Könnte sein. Noch ein paar Fragen. Garten Eden Erstellungskit. Was für ein Garten? Ist das eine Art Jet? Was kann diese Gartendings denn so? Kann man davon fliegen? Nein, das ist. Ach, egal, ich hätte noch ein paar Fragen. Ich will nur mal fragen, warum ich nicht die Vorräte von denen kaufen soll. Was, sein Zeug ist nicht sicher? Na dann danke für den Tipp, ich gehe jetzt mal besser. Oder er hat auch gesagt, er verkauft Kram und. Oh, Stimpaks sind ganz cool. 1900. Da kommen ja fast. Da. Schade, dass er keine Kronkorken hat. So ein Sturmgewehr bringt uns 1300. Wie viel bringt uns dann. Ach, die guten haben wir gar nicht mitgenommen. Blöd. Naja, da vielleicht werden wir eins los. So. Indem wir halt nur vier insgesamt halt mitnehmen. Immer noch relativ teuer. Und das gleichen wir halt durch Geld aus. Es sei denn, er verkauft die verdammt teuer. Dann verzichte ich erstmal drauf. Nee, geht eigentlich sogar. 393. Ach, das kostet so viel. Nee, nee, das ist mir. Dann lieber zwei weniger. 1, 1, 4. Ja, so kommst du schon eher hin. So, das sind so. 1, 5, 7, 5. Ja. Wie viel haben wir eigentlich? Ich kann von denen eigentlich nie genug haben. 22, ich glaube, das reicht aber auch dann auch erstmal. So, ich gehe jetzt mal. Und dann speichern wir ab.
Und da anscheinend ein Händlerviertel im Westen ist, wäre es meine erste Anlaufstelle. Und deswegen nehmen wir ruhig nochmal so ein Sturmgewehr mit. So, gibt es auch interessante Gebäude. Sieht aus, als wären hier richtig viele Gebäude. Wenn ich hinterher mit dir reden soll, kostet es extra. Aber so wirklich viel ist hier gar nicht mal. Okay. Bin ich eigentlich glücklich darüber. Denn wenn das hier alles begehbare Gebäude wären mit Charakteren, dann dauert es ja ewig allein, diesen Abschnitt komplett zu erforschen. Ich bin Jungfrau, ich bin nur nicht sehr gut darin. Möchtest du tanzen? So, der hier sieht etwas speziell aus. Du siehst einen völlig kaputten Chatty. Du siehst einen völlig kaputten Chatty. Chatty, hier sind keine besonderen Leute in dieser komischen dunklen Nebenstraße. Ich gehe mal etwas weiter. Vielleicht spricht uns hier jemand an. Nö. Du siehst einen Zuhälter. Lass mich für dich sorgen. Ich war 2 Jahre in Folge Zuhälter des Jahres. Da gehen wir noch nicht rein. Das ist ja schon mal... Möchtest du in die Stadt gehen? Ein Türsteher des Casinos. Das ist ein Gebäude einer Familie. Wir lassen die Kunden hier drin. Kein Zeug nehmen, Kumpel. Mir irgendwas. Türsteher Error. Hä? Okay. Du siehst einen völlig kaputten Chatty. Wir sprechen mal Error an. Sieht aus wie ein Bug. Deswegen speichere ich mal ab. Entweder ein Bug oder die Entwickler haben sich wirklich einen Spaß erlaubt. Willst du fliegen? Hast du Chips? Sprich mit Bier. Was hast du? Er scheint nur ein Dealer zu sein. Was ist denn das? Eine leere Spritze. Eine leere Spritze, okay. Klappmesser oder Springmesser? Die Klinge dieses kleinen Messers wird von einer Feder gehalten. Wenn ein Knopf am Griff gedrückt wird, springt die Klinge mit einem befriedigenden Tschk heraus. Mindeststärke 1. Kann man bestimmt verstecken und zum Beispiel illegal für einen Boxkampf oder so ein Kram dann mit einschleusen. Weil wenn wir irgendwo Waffen abgeben müssen. So. Und ansonsten war es das hier schon. Ne? Finde ich doch. Finde ich ganz okay. Aber im Westen sollen wir weiter. Geht's gar nicht weiter im Westen. Ich will gerne diesen Händlerviertel komplett erforschen. Also muss ich erstmal Richtung Norden, um dann anscheinend weitergehen zu können. Hab gehört, es gab Schwierigkeiten in der Geschäftsstraße. Oh, ich sehe, ist fast eine halbe Stunde um, das ging ja fix. Ja gut, dann mache ich jetzt definitiv Pause. Zum Glück habe ich schon mal auf die Uhr gesehen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Und dann erforschen wir die nördliche Gegend. Bis dann.